das Essen in Gemeinschaft zu essen, ist im Weltraum vielleicht noch wichtiger als auf der Erde. Man hat eben seinen harten oder seinen gut eingeteilten Zeitplan und kommt dann eben am Tisch zusammen, den es immer noch gibt, auch in der Schwerelosigkeit, und nimmt dann die Speisen zu sich, die man vorher ausgewählt hat oder die man allgemein verfügbar hat oder vielleicht sogar mit Partnern getauscht hat, weil im Moment sich vielleicht der Geschmack im Verhältnis zur Auswahl auf der Erde dann verändert. Und augenblicklich gibt es an Bord der Internationalen Raumstation eben nur die russischen Speisen. Die sind vor allem die meisten davon in Dosen verpackt und auf der amerikanischen Seite in PVC-Behältern und werden erst dann oben, da sie dehydriert in den Weltraum kommen, dann mit Wasser versetzt und durchmischt und dann werden sie gegessen. Die eigentliche Motivation, dieses Projekt mit anzustoßen, kam vor allem auch daher, weil im Weltraum eben die Speisen bestimmten Einschränkungen unterliegen. Es ist vielleicht schon allgemein bekannt, dass die Astronauten im Weltraum teilweise 10 bis 20 Mal so schnell die Knochenmasse verlieren. Wir sprechen dann von Osteoporose. Und das bedeutet, dass man dann bestimmte Stoffe, die das beschleunigen, dann zu vermeiden hat. Das ist vor allem Salz. Und wenn man dann nun aber schmackhafte Speisen haben möchte ohne Salz, dann muss man sich schon bestimmten Einschränkungen dann gewahr werden. Und zusätzlich kommt noch, die Speisen müssen lange haltbar sein, in der Vorbereitung bis zum Start und dann bis zu einem Jahr an Bord der Raumstation aushalten. Sie müssen also gut konservierbar sein. Das, was dann vom Essen übrig bleibt, inklusive Behältnisse, das muss leicht zu entsorgen sein. Das sind alles solche Bedingungen, die nicht unähnlich sind, wie wir es vielleicht auch in der Zukunft haben, auf der Erde, wenn Menschen bestimmten Einschränkungen unterliegen, gesundheitlich oder durch Altern, und mobil sein müssen trotzdem, also leicht transportierbares Essen. All diese Einschränkungen sieht sich natürlich auch ein Drei-Sterne-Koch ausgesetzt. Und trotzdem gelingt es ihm, und ich habe es selbst schon probiert, sehr schmackhafte Speisen zu machen. Würden Sie die Mikros benutzen, weil dann können wir den Ton hier mitnehmen. Okay. Das wäre sehr nett. Ja. Okay. Vielen Dank. Okay. Sind die jetzt, ja, okay, sind gescheit. Also Thema ist es, weil es besondere Bedingungen gibt im All, weil das Essen bisher nicht so sehr schmackhaft gewesen sein, zu sein scheint. Wer hatte dann wann welchen Impuls, dass das auf deutscher Basis mal geändert werden soll? Gut, das scheint zu funktionieren. Ich hatte vor etwa anderthalb Jahren einen Vortrag im Rahmen einer Konferenz von Wirtschaftsvertretern in der Taube-Tonbach halten dürfen. Und da kann natürlich nebenbei bei sehr gutem Essen dort auch das Gespräch auf die Nahrung im Weltraum, und ich hatte eben gerade diese Besonderheiten erwähnt, Haltbarkeit, dann eben Verzicht auf bestimmte Zusatzstoffe eben und auch die Bedeutung von sehr schmackhaften Speisen im Weltraum ohne Salz etwa, und das brachte dann Herrn Finkbeiner und Harald Wohlfahrt dazu, dass sie spontan gesagt hätten, da könnte man doch dieses und jenes machen, lass uns das mal probieren. Und ein paar Wochen später bin ich schon mal wieder eingeladen worden, um Rindsbraten oder Rindsroulade zu essen und andere Dinge, die haben also so geschmeckt, wie man es von einem solchen Restaurant erwartet. Und da hatte ich mir vorgestellt, dass man eines Tages auch diese Speisen dann unseren europäischen Astronauten und nicht nur diesen im Weltraum zur Verfügung steht. Danke, Herr Messerschmidt. Herr Finkbeiner.